Ein Industriegebiet im Essener Norden. Eher nicht als Waffenumschlagplatz bekannt, doch seit dem Ukraine-Krieg herrscht hier reger Verkehr. Vor der Firma GoGun stauen sich Ende letzten Jahres Lkw mit heißer Ware. Auf der Ladefläche 2400 Armbrüste und doppelt so viele Pfeile. Vor 18 Monaten gab es noch keine Krise. Ne? Das sind die Mengen, die wir bestellt haben für den normalen Umsatz. Und jetzt haben wir die natürlich, normalerweise wollen wir sowas ja auf Lager haben, damit wir ständig liefern können. Aber im Augenblick geht das nicht. Sobald es reinkommt, geht es wieder raus. Der Verkauf von Armbrüsten ist kaum reguliert. Wer über 18 ist, kann bestellen. Vor allem die gepimpte und ungleich gefährlichere Version der Waffe kommt gut an. Ohne dieses Magazin ist das ja eine Einzelschussarmbrust, für die man dann ein, zwei Minuten braucht, um nach dem ersten Schuss wieder nachzuladen. Das heißt, man könnte dann keinen Warnschuss machen. Und das macht diese Armbrust von einem Sportgerät zu einer Selbstverteidigungswaffe. Gegen wen sich die Kunden verteidigen, unklar. Sicher ist nur, sie rennen ihm die Bude ein. Also gestern war meine Zeit sehr, sehr ruhig und dann habe ich hinterher gehört, woran es liegt, sind überall die Telefonnetze ausgefallen. Erste Anzeichen vom Blackout? Das weiß ich nicht genau, was passiert ist. Ich glaube, die hat einfach, O2 hat, glaube ich, einen Serverabsturz gehabt, habe ich gehört. Aber so wird es ja anfangen, ne? Wenn es einen Blackout gibt. Man merkt, dass diese Systeme alle ausfallen. Ne? Auf seinem YouTube-Kanal sorgte die Angst im Winter für jede Menge Klicks. Erst recht, wenn das Panikorchester die alte Leier spielt. Wenn bei uns tagelang der Strom weg ist, es keine Wärme gibt, es kein Licht gibt, wenn es kein Essen mehr gibt, wenn man keinen Bankautomaten mehr hat, mit dem man bezahlen kann, keine Online-Zahlungssysteme, wenn es keine Kühlung mehr gibt für Essen, dann bricht in Deutschland nach wenigen Tagen ein Bürgerkrieg aus. Wir werden dann Plünderungen haben. Das ist völlig klar, das haben die Experten alle so gesagt. Wir werden Aufstände haben in Deutschland. Ein Szenario, das weder Regierung noch Sicherheitsbehörden für möglich halten. Dirk Peglow ist seit 30 Jahren Polizist, kennt sich aus. Ich halte es für ausgeschlossen, dass die Polizei nicht mehr funktioniert oder ein Blackout hat. Also die Polizei wird in diesen Situationen da sein, sie wird sogar verstärkt da sein, weil wir dann eben auch mehr Kolleginnen und Kollegen in den Dienst bringen müssen. Sie werden länger im Dienst sein, darauf ist die Polizei vorbereitet. Auch Waffenverkäufer Sprave ist vorbereitet. Tief im Odenwald testet er seine Ware, führt der Kundschaft in den sozialen Medien vor, wie schlagkräftig die neuen Bestseller sind. Eine recht furchterregende Vorführung. Wie geht's jemandem, der getroffen wird? Der stirbt. Also das sind ja jetzt Trainingspfeile, aber wenn ich da einen Jagdpfeil reinlade, der ja scharf ist, richtig scharf ist, der stirbt dann. Das sind im Prinzip kleine fliegende Dolche. Die sind rasiermesserscharf, da kann man sich böse verletzen. Wie böse zeigt auch der nächste Versuch. Also, hier haben wir einen Block Ballistikgel. Der ist jetzt schon zwei, drei Tage alt. Ich habe auch schon mal drauf geschossen. Aber der soll uns ja heute nur sozusagen als Hintergrund dienen. Denn hier haben wir ein schönes Stück Schweinebauch, den wir da vorne vorlegen werden. Eigentlich schießt er lieber auf Haxen. Die sind realistischer, weil der Pfeil dann auf Knochen trifft. Heute reicht Schweineschwarte, bekleidet mit einem provisorischen T-Shirt. Der Ballistikblock dahinter dient der Simulation von menschlichem Gewebe. Der Abstand darf nicht zu groß sein. Es soll sich schließlich um eine Notwehrsituation handeln. Die, das wird sich gleich zeigen, so hoffentlich nie eintritt. So, jetzt haben wir mal einen Volltreffer. Und wenn wir jetzt hier mal den Schaden inspizieren, der ist tödlich, egal wo das einschlägt, das würde das natürlich umbringen. Man kann ja auch sehen, wie mühelos der Pfeil hier durch das Fleisch geschnitten hat. Man sieht ja hier, was das für Schäden sind. Angerichtet mit einer Armbrust. Sieht nicht nach Selbstverteidigung aus, eher nach Attacke. Wenn Sie angegriffen werden, dann dürfen Sie sich verteidigen. Und zwar mit dem, sagen wir mal, harmlosesten Mittel, was in dieser Situation gerade zur Verfügung steht. Und wenn das eine Armbrust mit Jagdspitzen ist, dann ist es die Armbrust mit Jagdspitzen. Das ist der Wilde Westen im Grunde genommen, den wir dann erwarten, dass wir im Prinzip dann Zustände haben, dass Menschen Konfliktlösungen immer mehr versuchen zu lösen, indem sie, oder Konflikte immer mehr versuchen zu lösen, indem sie Waffen einsetzen. Das ist doch eine Situation, die wir nicht haben wollen. Doch die Unsicherheit scheint bei einigen groß genug, um sich zu bewaffnen. In Spraves Statistik wirkt die Krise wie ein Umsatztreiber. Hier habe ich dann das Video gemacht zum Thema, wie schütze ich mich gegen Plünderer in diesem Krisenwinter. Da sieht man,
wir haben da den achtfachen Umsatz gemacht an diesem Tag. Ja. Das kann man hier schön erkennen. Und dann ist das auf diesem hohen Niveau geblieben die ganze Zeit. Also wäre schön, wenn die Krise noch weitergeht. Also ich muss ganz ehrlich sagen, aus Kaufmann müsste ich sagen, es wäre schön, wenn die Krise noch weitergeht. Aber ich sage Ihnen auch, wenn ich den Krieg beenden könnte, da würde ich meine Firma schließen für, ganz ehrlich. Danach sieht es aktuell allerdings nicht aus. Ende letzten Jahres lagen bereits Vorbestellungen im Wert von 9 Millionen Euro vor.